jetzt einen Schlagzeuger ja in den Raum reinzubringen, ist im Prinzip eine Schnapsidee. Aber es ist mal entstanden aus einem Wunsch von mir, weil ich ein grosser Freund bin von Schlagzeugern und Fan. Und ich kenne sehr viele Schlagzeuger und habe dann gedacht, den Plan muss man irgendwann machen, man muss irgendwann all die Leute in den Raum bringen und die müssen zusammenspielen. Das war mein Wunsch gewesen und das haben wir heute Abend gemacht. In der Tat ist es so, dass es unprobbar ist, weil wenn du 14 Schlagzeuger wirst proben, dann drehst du komplett durch. Das ist nicht möglich, weil jeder hat zwei Hände, die einen Stock hat und drauf schlägt, und zwei Füße, die er auf Instrument wie ein Pauke und ein Hi-Hat schlägt. Das ist unmöglich. Wir haben einfach so einen Plan gemacht und uns überlegt, was könnte man denen geben. Wir haben dort auch so fast spielerisch gesagt, komm, wir probieren das aus, wir probieren einen Beat aus, solange wie es geht. Und haben dann an den Ringo-Star gedacht und haben gedacht, wir machen den Beat so lange, wie es geht. Und wir haben das heute Abend das erste Mal gemacht hier rein und umprobt. Das sind aber auch alles wahnsinnig gute Schlagzeuger, die einfach alles spielen können. Und das Grosse ist, die grosse Freude ist auch, dass die mitgemacht haben und wirklich sich eingelassen haben auf ein Experiment. Aber das ist alles eigentlich das erste Mal aufgeführt und das erste Mal erfunden worden heute Abend. Es war ein Wahnsinnsplan, wir haben es einfach ausprobieren. Es wird wahrscheinlich bei diesem Plan bleiben, dass man mit so vielen Schlagzeugern probiert. Wahrscheinlich und super wäre, wenn man das nochmal aufführen könnte an einem Ort. Weißt du, so in einem Auditorium oder irgendwo. Weil mich hat es total gefreut, dass alle mitmachen. Und es war ein Plan von mir gewesen. Und ich glaube nicht, dass ich auf die Idee käme, versuche, 14 Gitarristen in einen Raum hineinzutun, weil das nämlich grauenhaft wird. Nicht nur laut, sondern auch ganz schlimm. Aber mit Schlagzeugen habe ich gedacht, das sind auch Kumpels und die haben sich auch sehr gut aufgeführt, die haben einfach alles gegeben und es ist, ja, ich bin schwer zufrieden. Aber es ist eigentlich fast nicht nachzuführen, es ist auch durch das, dass es einmalig ist, macht es total Sinn. Es ist einfach, die Überraschung ist gross und das wieder einmal machen wird schwierig. Einerseits, also wenn ich sage, wir wieder mal machen, dann meine ich nicht einmal, sondern natürlich zweimal, oder? Weil der zweite wird dann der grosse Abschiffer, weil es nicht mehr so ist wie das erste Mal. Und dann müssen wir den dritten machen, um nachher können durchstarten und die Melancholie hineinspielen und sagen, okay, wir haben eine sehr gute Zeit gehabt mit 14 Schlagzeugern, Entschuldigung, mit 13 Schlagzeugern und eine Schlagzeugerin und eine elektrische Gitarre. Der glückliche Umstand ist ja auch, wenn du so einen Plan schmeißt, musst du ja auch irgendwie die Leute haben, die auch mitmachen. Da haben wir durchs Band Glück gehabt. Und andererseits haben wir auch total Glück, dass wir einmal im Monat im Exil dürfen auftreten. Und das ist immer der erste Mittwoch. Und wir machen das jetzt seit 4 Jahren. Und das wird auch am 6. März ist der nächste Auftritt, wo wir den KC und den AC Cooper eingeladen haben, von den Demolition Blues. Da machen wir mehr Psychedelik und Boogie. Und wir spielen am 3. April auch wieder, das ist der erste Mittwoch vom April, mit dem Furi. An der Mundharmonika Furi von der legendären Furi Gorbs und Kniri. Ja, viel Vergnügen. Kommt einfach immer am 1. Mittwoch vom Monat ins Exil an der Hartstrasse 245. Viel Grüße daheim und hoffentlich bis bald.